Idealism prevails. Make the world a better place. Herzlich willkommen bei den Idealism Prevails Kamingesprächen. Mein heutiger Gast ist Dr. Gerhard Kögler, Arzt, Leiter der Akademie für traditionelle europäische Medizin und Gründer des Zentrums für Präventivmedizin und Anti-Aging. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kögler. Vielen Dank. Herr Dr. Kögler, das Thema Gesundheit bzw. gesund sein, gesund bleiben, jung und fit auch zu sein und zu bleiben, wird immer wichtiger und das Interesse an Zugängen abseits der wohlbekannten Schulmedizin in Richtung alternativer Medizinformen oder alternativer Heilungsformen steigt. Jetzt, ich habe gerade gesagt, traditionell europäische Medizin. Mit dem Begriff würden mir jetzt als erstes Hildegard von Bingen einfallen oder dem Pfarrer Kneipp. Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Können Sie vielleicht zu Beginn sagen, was ist die traditionelle europäische Medizin? Die traditionelle europäische Medizin ist nicht so eng gefasst und klar definiert, wie es zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin ist. Also die traditionelle europäische Medizin hat auch mehrere Wurzeln. Eine der Wurzeln hat sich ergeben aus der griechischen Medizin. Die Griechen waren ja Universalgelehrte, also die Ärzte waren gleichzeitig Philosophen und Astronomen, Astrologen, Naturwissenschaftler, Politiker, die waren wirklich Universalgelehrte und die haben das erste Mal relativ strukturierte medizinische Behandlungen und Systeme aufgestellt. Und das ist natürlich ein starker Einfluss von dort, wobei bei der griechischen Medizin sehr stark auch die Philosophie mit hineingespielt hat, sehr stark auch noch Elemente wie Heilschlaf, also Art von Trancen, also schamanische Elemente, kann man sagen. Und das hat sich dann von der Seite her immer weiterentwickelt. Und dann ist die Vier-Säfte-Lehre oder Humoralmedizin aufgestellt worden durch den Galen. Wurde das sehr klar definiert dann. Das war 150 nach Christus ungefähr. Und das hat sich dann auch weiterentwickelt bis hin zum Meister der Spagyrik und Alchemie, das war der Paracelsus. Auf der anderen Seite hat es immer schon gegeben, natürlich im Norden Europas, den Einfluss der Druiden, das waren damals die Heiler halt. Und da hat sich halt sehr stark die Volksmedizin erhalten. Das ist dann durch die Inquisition und durch die Kirche sind halt diese Heiler und dieses Wissen ist teilweise verloren gegangen, aber auch teilweise noch erhalten, sodass wir dort also auch noch viele Elemente finden können. Und das alles zusammen sozusagen macht jetzt die traditionelle europäische Medizin aus. Man könnte sagen, es ist ein Nachteil, dass es nicht so klar definiert ist, aber der Vorteil liegt eben in der Vielfalt. Das heißt, ein Aspekt der traditionell europäischen Medizin ist die Iris-Analyse, soweit ich es gelesen habe. Das heißt, es wird ein Bild von der Iris gemacht, also vom Auge. Können Sie dabei sagen, wie funktioniert das? Oder es gilt ja die Iris-Analyse auch zum Feststellen von Krankheiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, mit der Iris-Analyse stellt man keine Krankheiten fest, sondern man stellt den Konstitutionstyp fest. Mhm. Das ist einmal das Wichtigste. Warum tut man das? Wir gehen davon aus, in der traditionellen Medizin ist das Symptom jetzt nicht so wichtig. Ja? Sondern bei uns in der traditionellen Medizin, wir stellen immer die Frage, in welchem Kontext konnte ein Symptom oder eine Krankheit entstehen? Wie ist das aufbereitet alles? Ja, welche Dinge haben dazu geführt, dass ein Ungleichgewicht im Körper entstanden ist und dann plötzlich sich ein Bakterium draufsetzen konnte? Das Bakterium selber ist nicht so wichtig, sondern die ganzen Umstände rundherum. Und eine dieser Umstände ist eben unser Konstitutionstyp. Wir sind so eine Mischung aus gewissen konstitutionellen Elementen, die ganz einmalig ist auf dieser Welt. Jeder Mensch ist einmalig, genauso wie die Iris einmalig ist, genauer noch als ein Fingerabdruck. Genauso könnte man sagen, wir sind auch eine einmalige Mischung aus archetypischen Verhaltensweisen oder mit einem modernen Wort würde man sagen, wir sind ein ganz spezielles epigenetisches Muster.
oder ich sage dann immer poetisch dazu, wir sind eine ganz eine spezielle Lebensmelodie und jeder hat eine ganz eine eigene. Und diese konstitutionelle Mischung, die kann man jetzt im Bindegewebe sehen. Man kann das so dann in grobe Gruppen einteilen und kann sagen, okay, das ist dieses Element, konstitutionelle Element im Bindegewebe, hat diese und diese Schwäche. Und wenn ich dieser Schwäche nicht Genüge tue, wenn ich mich nicht kümmere drum, dann kommt mein Körper in eine Situation, wo er eine Abwehrschwäche entwickelt. Mhm. Ja? Und dann kann sich eine Krankheit draufsetzen. Und darum ist die konstitutionelle Analyse und die Konstitutionstherapie sehr, sehr wichtig in der traditionellen Medizin. Also noch vor der Symptombekämpfung. Aber natürlich machen wir immer beides. Wir versuchen mit der Iris-Analyse, mit dem Foto der Iris und dem Anschauen des Bindegewebstyps sozusagen die Konstitution zu bestimmen und schreiben dann ein Rezept, das genauso einmalig ist wie die Iris. Und in dem Rezept finden dann noch ein oder zwei Elemente Einzug, die dann schon auch eine Symptombehandlung sind, sodass wir immer beides dann gleichzeitig machen können. Das heißt, man kommt zu Ihnen mit einem, ich weiß es nicht, Problem oder einem Anliegen, also man muss sagen, ich weiß es nicht, Neurodermitis als Beispiel oder man hat Verdauungsprobleme, wie auch immer, und dann wird einfach ein Bild der Iris gemacht und da festgestellt, was das, nicht was das Problem ist, aber woher es rührt, das ganzheitliche Bild. Na, wir schauen dann, was ist da für eine Konstitution gegeben. Mhm. Und wir stützen auf jeden Fall mal die Konstitution. Mhm. Wir schauen uns natürlich dann in der Konstitution, in der sogenannten Vier-Säfte-Lehre oder Humoral-Lehre, schauen wir natürlich auch, was ist das grundsätzlich für ein Typ von den vier Grundformen Wärme, Kälte und Feuchtigkeit und Trockenheit. Also in der Kombination, wir kennen das eh alle, das sind die Sanguiniker, die Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker. Was ist das eher da für ein Typ? Ja? Wenn ein Melancholiker, der definiert ist durch eher Trocken und Kälte, ja, noch mehr auskühlt, dann weiß ich, dieses Temperament ist aus dem Ruder gelaufen. Ja? Und dann braucht es zum Beispiel Wärme für einen Melancholiker. Ja? Die Wärme ist vielleicht für einen Choleriker nicht so ideal. Ja? Und dann schaut man sich das Symptom auch noch an, jetzt Neurodermitis. Neurodermitis kann in gewissen Situationen sehr feurig sein, kann heiß und feurig sein. Ja? Dann weiß ich, aha, das ist etwas Hypokinetisches. Ja? Das ist dann eher mehr trocken, aber heiß. Oder Neurodermitis kann, wenn es chronisch ist, auch sehr schuppig sein, ja? Also kalt und trocken. Ja? Und dann braucht es wieder andere Heilpflanzen, die dem entsprechen. Und das zusammen mit dem Temperament, mit der Konstitution, das ist die Kunst, das zusammenzubringen. Jetzt haben wir gerade über die Iris-Analyse gesprochen und sozusagen ein Erkennen. Jetzt ist es sowohl bei der traditionellen europäischen Medizin als auch bei der traditionellen chinesischen Medizin, aber auch im Bereich der Ayurveda, spielt ja die Zunge als auch die Messung des Pulses eine wichtige Rolle. Jetzt als Laie, wie kann man sich vorstellen, was kann man anhand der Zunge oder anhand vom Puls, gibt es, soweit ich weiß, auch verschiedene Typen, aber was wird daraus abgelesen? Im Prinzip das Gleiche. Wir schauen uns an, wie schaut es aus mit Hitze oder Kälte und wie schaut es aus mit Feuchtigkeit oder Trockenheit. Das ist im Chinesischen das Gleiche, da haben wir das Yin, das steht für die Materie, also feucht, trocken, und das Yang für die Energie, heiß oder kalt. Ja? Und das kann ich beim Puls, kann ich feststellen, ist da ein hyperkinetischer Puls da, also ein sehr starker und schneller Puls, dann weiß man, das ist eher ein hyperkinetisches, ein hochenergetisches Zustandsbild. Ja? Oder er ist langsam und schwach, dann ist das also, ist die Energie unten. Ja? Also so kann ich den Puls definieren und auch über die Breite der Pulswelle kann ich sagen, das ist eher mehr etwas Massiges, ja? Also da ist viel Flüssigkeit da, da ist viel Phlegma da, oder es ist also dünn, dann ist also weniger Flüssigkeit da. Und mit der Zunge genau das Gleiche. In der Zunge sehe ich, sind das hitzige Zustände. Wenn zum Beispiel die Zungenspitze ganz hellrot ist, ja, dann weiß ich, das ist eher was Hitziges. Im Chinesischen sagt man dann, es ist wahrscheinlich ein Leber-Qi-Stau. Das höre ich sehr, sehr oft. Und das wird in Zukunft noch viel öfter sein. Und wir kennen es in der traditionellen europäischen Medizin genauso, weil die Leber das nachgeschaltete Organ vom Dünndarm ist und das immer mehr und mehr Belastungen ausgesetzt ist in unserer Zeit.
Und so kann man an der Zunge dann eben auch sehen, hochenergetische Zustände oder niedrigenergetische, eine breite Zunge, die eher geschwollen ist, oder eine dünne Zunge, die wenig Phlegma enthält. Ja. So kann man das auch einteilen bei uns in der traditionellen europäischen Medizin. Ich habe es jetzt bei der Anmoderation gerade gesagt, Sie arbeiten oder Sie sind Gründer des Zentrums für Präventivmedizin und Anti-Aging, arbeiten dort mit zwei traditionell chinesischen Medizinerinnen, so habe ich es jetzt richtig gesagt, ja. Nein, mit zwei Ärztinnen für traditionell chinesische Medizin zusammen. Und Sie verbinden in Ihrem Zentrum, ist es das Ziel, die verschiedenen Heilungsarten zu verbinden, das heißt die traditionell europäische Medizin, die traditionell chinesische Medizin, aber auch den Schamanismus. Jetzt haben wir schon kurz über die traditionell europäische Medizin gesprochen am Anfang, aber könnten Sie vielleicht diese drei Richtungen gegenüberstellen, beziehungsweise wo einigen Sie sich oder wo sind die unterschiedlichen Zugänge dieser drei medizinischen Richtungen? Aus meiner Erfahrung jetzt, jahrelanger Erfahrung in der Kombination dieser komplementären Medizinrichtungen, passen die perfekt zusammen. Und zwar die traditionelle chinesische Medizin, wenn sie so im Ursprünglichen angewendet wird, arbeitet viel über die Haut. Ja, also die Haut ist ein ganz wichtiges Organ dort. Da wird geschröpft und da wird blutig geschröpft und da wird mit Gua Sha, dieses Abreiben mit diesem Horn, ja, über die Haut gearbeitet, aber auch mit Moxa, mit Akupunktur. Also man sieht schon, da wird sehr viel über die Haut reguliert. Und wir wissen ja, die Haut ist ja auch ein Entgiftungsorgan. Die Haut ist auch ein diagnostisches Organ. Also ich sehe an der Haut, wenn ich zum Beispiel die Haut abreibe am Rücken, sehe ich, dass das eine leichte helle Rötung, aber ich sehe dann plötzlich ein Segment, da schaut die Haut ganz anders aus nach dem Abreiben. Zum Beispiel dunkelviolett. Dann weiß ich, aha, dieses Segment hat ein Problem. Und das Segment ist meistens kombiniert mit einem Organ. Wir kennen das aus der westlichen Medizin, wir nennen das Bindegewebszonen oder Hatchet-Zonen. Und dann habe ich erstens eine Diagnose und zweitens gleichzeitig eine Therapie auch. Also in der chinesischen Medizin wird sehr viel über die Haut gearbeitet. Und das ist so richtig behandeln, wo Hand angelegt wird. Und das kombinieren wir jetzt mit der traditionellen europäischen Medizin, wo wir zum Beispiel eine sehr genaue Konstitutionsanalyse machen und sehr gute Konstitutionsbehandlung parallel schalten können zur traditionellen chinesischen Medizin. Und was wir in der traditionellen europäischen Medizin auch sehr forcieren, das ist die Philosophie. Die Philosophie, die in vielen anderen Bereichen leider verloren gegangen ist. Mhm. Ja? Und es traut sich auch selten jemand drüber. Es ist auch nicht so leicht. Ja? Sagen wir, die Weisheit der Philosophie sozusagen als Orientierung einem Patienten zu geben, ist nicht so einfach. Aber bei uns ist das ein ganz wichtiges Thema. Also einfach die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was sind die Aufgaben in meinem Leben? Und was ist der Sinn meines Lebens? Ja. Alleine in dem Reflektieren dieser Fragen, ja, kommt schon mal viel Sicherheit in den Patienten. Ja. Und wir wissen ja, dass wahrscheinlich der Haupttrigger für Krankheiten ist Angst. Und diese plötzlich, dass ich wieder nachdenke über die Orientierung in meinem Leben, ja, die Aufgaben zum Beispiel, welche Aufgabe wartet auf mich oder woran habe ich vorbeigelebt in meinem Leben. Ja. Also alleine das gibt schon mal ein Gefühl der Sicherheit. Und das ist in der traditionellen europäischen Medizin sehr stark, zusammen dann auch noch mit unseren Pflanzen, die wir biologisch in Tinkturform anwenden, so wie es schon tausende von Jahren gemacht wird. Also das ist auch eine sehr starke Komponente. Und über den Schamanismus könnte man sagen, arbeiten wir sehr viel mit Trancen. Mhm. Die Trancen sind, es gibt verschiedene Arten von Trancen. Man kann eine Trance mit einer Rassel machen, mit einer Trommel machen oder wie ich sehr, sehr oft mache, auf einer Klangliege. Das sind 38 Saiten gespannt, alle im gleichen Ton gestimmt, ein Monochord könnte man sagen. Und diese Saiten, die gespielt werden dann von mir, der Patient liegt dann auf diesem Hohlkörper, auf dem Holzhohlkörper obendrauf, die erzeugen dann viele Obertöne. Und diese Obertöne, die bewirken sozusagen eine Schwingungsharmonie im Körper. Und durch diese Schwingungsharmonie, das entspricht dem Element Wasser. Element Wasser ist das Element des Urvertrauens, des Embryos, der im Fruchtwasser schwimmt und das Gefühl hat,
es ist alles gut, so wie es ist für mich jede Minute gesorgt, das nur sein dürfen. Und dieses Gefühl wird mit zum Beispiel so einer Trance auf einer Klangliege, wird es unbewusst vermittelt. Und in dem Gefühl, ich kann loslassen, ich kann vertrauen, gehen plötzlich neue Bewusstseinsfelder auf. In der Wissenschaft würde man sagen, das ist das Vorbewusstsein. Mhm. Also alles, was so vom Hippocampus in der Hirnrinde in Schubladen abgespeichert wurde und wo wir im Alltag keinen Zugriff drauf haben, da gehen plötzlich wieder viele Türen auf. Mhm. Und das sind neue Bilder, die sich für mich ergeben, mit denen ich wieder weiterleben kann. Weil viele Krankheiten, die stecken fest. Da ist nichts mehr im Fluss. Das Leben ist zum Stillstand gekommen, Orientierungslosigkeit ist da, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Schwere Krankheiten wie Krebserkrankungen, Herzinfarkt, Depression und so weiter. Also da ist oft alles zum Stillstand gekommen. Und diese Bilder geben dann wieder die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Hm? Das heißt, Sie schauen sich dann den jeweiligen Patienten an und sagen dann einfach, gut, da bräuchte es eine Klangtherapie oder weiß ich jetzt nicht, 3 Sessions einer Klangtherapie oder da braucht mehr. Weiß ich nicht, Zugänge zur chinesischen Medizin, das heißt, das wird dann individuell verschrieben oder mehr philosophischen Zugang im Sinne, ich nenne es jetzt einfach gesprächstherapeutischen Zugang. Ich nenne das Philosophie zur Gesundheit. Okay, schöner Begriff. Philosophie zur Gesundheit. Wir haben damit mit diesen 3 eigentlich, jedes ist für sich schon eine eigene Medizinphilosophie, aber wenn wir das kombinieren, haben wir eine riesige Schatzkiste, wo wir ganz individuell betreuen können. Und aber das Wichtige für mich als Arzt, bin ja auch Schulmediziner, ist, dass wir das integrieren in die konventionelle Medizin. Mhm. Dass wir da ein Zusammen erreichen. Ja? Das ist das Schöne. Ja? Und zusammen kann es unheimlich stark sein. Und ich sage immer, in der konventionellen Medizin kümmert man sich mit ganzer Energie und auf höchstem Niveau dem Symptom. Zum Beispiel der Entfernung eines Karzinoms. Und wir haben die Möglichkeit jetzt in der komplementären Medizin mit unseren Methoden, uns mit auf höchstem Niveau und mit ganzer Energie um alles andere zu kümmern. Um den ganzen Kontext, in dem die Krankheit entstehen konnte. Und in diesem Miteinander natürlich ist man sehr stark. Sie haben das sehr schön auch einmal, ich glaube, in Ihrem Buch oder auf Ihrer Homepage gelesen, dass im Beispiel eines Rucksacks beschrieben. Mhm. Vielleicht wollen Sie das Beispiel noch einmal geben. Dem Rucksack, der voller wird. Ja, also den Rucksack kann man mal, eigentlich beginnt der Rucksack schon mit unseren vorigen Generationen. Mhm. Ja, man hat ja bis vor kurzem in der Wissenschaft, war es ein Dogma, Wissen kann nicht vererbt werden. Ja, also das, was wir lernen, kann ich nicht über meine Samenzelle meinem Sohn weitergeben. Ja, das war ein Dogma. Und wenn man was anderes gesagt hätte, war man out aus der Wissenschaft. Ja? Da war man Esoteriker. Heute weiß man, es ist genau umgekehrt. Ja? Also man muss immer sehr vorsichtig sein, auch mit so dogmatischen wissenschaftlichen Aussagen. Heute weiß man, epigenetisch wird das weitergegeben. Ja? Das, so wie ich lebe. Ja? Also damit ist uns eigentlich die Verantwortung zurückgegeben worden. Weil man hat immer geglaubt, das ist genetisch und da kann man eh nichts machen. Ja? Aber die Wahrheit ist ganz anders. So wie ich lebe, wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege, wie ich denke, was ich lerne, das gebe ich alles weiter. Und der Nächste wird geboren, schon mit dieser Bereitschaft sozusagen. Ja? Also damit habe ich die Verantwortung wieder zurück. Und jetzt wird jemand geboren mit einem Rucksack. Ja? Und wenn jetzt viel Stress war in den vorigen Generationen, speziell die Mutter als Kind zum Beispiel Stress gehabt hat, so wie meine Mutter, die aufgewachsen ist im Krieg und am Ende des Krieges, war sie glaube ich 12 Jahre alt, ein Mädchen im Keller versteckt und dann nichts zu essen gehabt, wurmige Erbsen und so weiter, das ist ein Trauma da. Und das nehmen dann die Frauen in die Schwangerschaft mit hinein. Ja? Und dann der Embryo wie ein Blueprint tastet sozusagen in der Gehirnentwicklung das Gehirn der Mutter ab und dann bildet sich dort auch eine Epigenetik sozusagen und dann ein mehr oder weniger geschwächtes Stresszentrum. Also da kommt jetzt die Angst ins Spiel. Ja, das geschwächte Stresszentrum äußert sich dann in einer ganz tiefen, unbewussten Angst. Und diese mehr oder weniger Angst, mit der wir dann geboren werden, liegt in meinem Rucksack drinnen als Basis. Das kann schon viel sein oder kann nur ganz, ganz wenig sein.
Und auf das kommen jetzt viele andere Sachen drauf. Man sagt, die epigenetischen Fenster, wie die ersten 3 Jahre der Kindheit, wie ist man da gegangen, wie ist man in der Pubertät gegangen, das ist das dritte und letzte Fenster. Ja? Und dann, das lagert sich dann alles auf der, also drauf, in dem Rucksack, wird immer voller. Und dann kommen noch die weiteren Lebensumstände. Ja? Wie lebe ich jetzt? Ja? Lebe ich an einer Straße, wo Tag und Nacht vierspurige Autos vorbeifahren? Ja? Dann habe ich so viel Vergiftungssymptome, ja? Da kriege ich so viel Schwermetalle mit und Chemikalien. Ja? Das lagert sich dann drauf auf den Rucksack. Ja? Wenn meine Ernährung so ausschaut, dass ich 2-mal täglich einen Schweinsbraten esse, ja, und ich die ganzen hocherhitzten tierischen Fette zu mir nehme, mhm, und ich dann die sogenannten Advanced Glycosylated End Products überall in meinem Gewebe habe, mhm, ist das wieder am Rucksack drauf. Ja? Und so habe ich diesen Rucksack, den fülle ich immer mehr an, und dann kommt ein Bakterium und ich kriege plötzlich eine schwerste Lungenentzündung und muss beatmet werden und schramme gerade noch einmal am Sterben vorbei. Ja? Dann ist natürlich, kann man sagen, okay, das war das Bakterium. Ja? Und ich habe ein Antibiotikum gegeben, Gott sei Dank ist das noch einmal gut ausgegangen. Ja? Aber in Wahrheit, das Bakterium kann nichts dafür, das ist immer schon da gewesen und wird immer da sein. Ja? Es ist dann die Umstände, es war der Rucksack. Ja? Und mit der traditionellen Medizin können wir den Rucksack halb entleeren oder 2/3 entleeren, je nachdem, wie weit der Patient mit uns mitgehen möchte. Das heißt, man kann diese, Sie haben in einem Vortrag, den wir vor kurzem auch von Ihnen veröffentlicht haben, haben Sie eben von den 3 Hits gesprochen, also das, was Sie gerade gesagt, genau, haben, das einerseits in der Schwangerschaft, dann einfach die ersten 3 Jahre der Kindheit und dann eben die Pubertät. Das heißt, man kann mit der traditionellen europäischen Medizin das so weit, ich sage mal, wieder regulieren oder diese Hits, die man da hatte, ausgleichen, rückwirkend? Also das ist jetzt ein sehr hoher Anspruch, weil diese 3 Hits sind ja epigenetisch eingeprägt dann. Ja. Und die Frage, wie weit kann ich diese Epigenetik wieder rückläufig heilen sozusagen, das ist ein sehr hoher Anspruch. Ja. Wir wissen aber, dass aus den modernsten Forschungen mit MR und so weiter, ja, dass es strukturelle Veränderungen im Gehirn gibt durch diese Hits, durch diese Schicksalsschläge sozusagen, die auf meine Epigenetik eingewirkt haben. Also wir haben da Veränderungen in der Amygdala, im Hippocampus und so weiter, ja, und auch in den Kernen, wo das autonome Nervensystem ausgeht. Und man hat aber jetzt festgestellt, dass durch gewisse Meditation, durch Trancen, sich sogar strukturell das Gehirn verändern kann. Ja, wieder hin zu einer Verbesserung und zu einer höheren Sensibilität und so weiter. Ja. Also das ist sehr neu. Ja. Ich denke, dass das seit tausenden Jahren in der traditionellen Medizin bekannt ist, aber wir werden jetzt durch die Forschungen das jetzt immer mehr und mehr genau sehen können, wie das genau funktioniert. Also es dürfte so sein, dass ein Teil dieser Epigenetik, wo wir gesagt haben, das ist angeboren, rückgeführt werden kann und ausgebessert werden kann durch unser Leben, durch unsere Umwelt, die wir uns selber schaffen. Und dann bleibt noch ein gewisser Rest zurück und das nenne ich dann die Weisheit, mit dem umgehen zu können. Mhm. Ja? Und so wie ich genauso meine Konstitution ja mitkriege. Es gibt manche Leute, denen ist immer kalt. Und die wissen genau, wenn sie sich warm anziehen und wenn sie was Warmes zu sich nehmen, werden sie weniger oft krank. Das ist ein ganz triviales Beispiel für eine Konstitution. Und dann haben diese Leute herausgefunden, also die Weisheit entwickelt, ja, wie sie leben müssen, damit sie weniger oft krank sind. Damit es ihnen gut geht. Damit es ihnen gut geht. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Ne? Jetzt kommt ganz, ganz oft, wir haben jetzt gesagt, eben von der Heilung oder wie man da rangeht, aber es ist jetzt sowohl in der traditionell europäischen Medizin als auch traditionell chinesischen Medizin als auch im Bereich der Ayurveda oder sagen wir generell im Bereich der Alternativmedizin spielen ja Pflanzen oder die Natur eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt wäre meine Frage, europaweit sind ja verschiedenste Heilpflanzen zugelassen, aber teilweise auch verboten. Wie sehen Sie das? Was sind die Gründe teilweise für das Verbot von Pflanzen, die ja eine dem Bereich bewiesene heilende Wirkung haben, aber nicht vertrieben werden dürfen oder nicht verschrieben werden dürfen? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, aber wenn ich das so aus dem Bauch heraus sagen darf, ja, dann gibt es also wahrscheinlich 2 wichtige Gründe dafür. Wahrscheinlich gibt es eine ganze Reihe noch mehr, aber 2 wichtige.
Zum einen sagt man in der modernen Welt, wenn man wissen will, warum, was, wie läuft, sagt man, track the money. Ja? Also schau, wer möchte damit Geld verdienen oder wen stört es eine Sache, damit, dass er kein Geld verdienen kann, wenn etwas anderes passiert. Ja? Also das ist sicherlich einmal ein großer Grund, ja? Dass vielleicht es viele Firmen gibt, die an gewissen Dingen viel Geld verdienen und für die es nicht angenehm ist, wenn Patienten so mündig sind, dass sie sich selber so weit behandeln können, dass die anderen Sachen nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen. Alternative zu den Tabletten. Genau, richtig. Das ist einmal der eine Grund. Mhm. Ein zweiter ganz wichtiger Grund ist, und an dem arbeiten wir in unserem Zentrum und auch in der Akademie für traditionelle europäische Medizin mit der Direktorin, der Erna Janisch, arbeiten wir ganz intensiv an dem Thema Ankoppelung oder Abkoppelung von der Natur. Das ist für mich ein zentrales Thema. Wir leben in einer Zeit, wo man sagen kann, wir sind abgekoppelt von der Natur. Wir haben überhaupt keinen Zugang mehr. Wir wissen nicht, wie eine Pflanze langsam sich aus dem Boden herausarbeitet und dann wächst. Wir wissen nicht, wo die Pflanzen wachsen. Ja? Wachsen die eher mehr im feuchten Bereich oder im trockenen Bereich? Wir wissen nicht, wie sich die anfühlen, wenn man die angreift. Ja? Wir wissen nicht, wie sich das anspürt, wenn ich die schmecke, diese Pflanzen. Ja? Oder wie sie riechen, wie die Blüten riechen, wie die Blätter riechen oder der Stängel oder die Wurzel. Ja? Wir haben also diesen Zugang verloren. Und wir machen in unserem Zentrum zum Beispiel Kräuterwanderungen und Wildgemüsewanderungen. Diplomingenieur Michael Machacek zum Beispiel. Ja? Wir schauen, wo kann man Wildgemüse im Wald finden. Ja, da gehen wir den ganzen Tag und essen den ganzen Tag im Wald. Was ist zum Beispiel Wildgemüse? Also verschiedenste, der grüne Heinrich zum Beispiel, ist eine Spinatart. Ja? Und viele Sachen, also ein paar Wurzeln, ja, die man essen kann, wunderbar. Ja? Löwenzahnstängel und. Ja? Also eine ganze große Latte. Ja? Und dann, wenn man das macht, den ganzen Tag durch den Wald geht und isst, und dann teilnimmt man noch mit und den kocht man dann am Abend noch zu Hause, dann hat man das Gefühl, was soll mir noch passieren? Ja, was, wenn die Supermärkte zusperren, no problem. Ja, man kann sich selbst versorgen. Nach 5 Tagen ist alles weg. Gibt es kein Essen mehr im Supermarkt, ja, wenn der Strom abgedreht wird. Ja. Aber das gibt so ein gesundes Selbstvertrauen. Ich bin mit beiden Füßen am Boden. Ja. Ich kann selber die Verantwortung übernehmen. Ich weiß, was für mich gut ist. Ja? Und das, wenn man das nicht mehr hat, das Gefühl verloren hat, wenn man abgekoppelt ist von der Natur, so wie es jetzt leider der Fall ist, braucht man immer irgendwelche Leute, die aufgrund irgendwelcher Kriterien sagen, na, die Pflanze ist nicht gut und die gehen wir auf die verbotene Liste. Aber die wächst ja überall. Wie kann ich eine Pflanze, die überall wächst, auf eine verbotene Liste geben? Es ist ja völlig unverständlich. Ja? Aber die Leute sagen, ja, das ist gut, weil da kann ich mir wenigstens nicht vergiften mit der Pflanze. Ja. Da sagt mir jemand, welche Pflanze gut ist und welche Pflanze schlecht ist. Alle Pflanzen sind gut. Ich soll es selber bitte erkennen und selber lernen, was mir gut tut. Und das ist der zweite Grund, warum sich das so entwickelt. Jetzt gibt es aber natürlich auch Pflanzen, Sie haben jetzt gerade selber gesagt, die durchaus heilend wirken, aber natürlich auch giftig sein können oder giftig sind oder auch einfach umstritten sind. Was mir jetzt dazu einfällt, ist, im Schamanismus gibt es zum Beispiel das Ritual, mit Ayahuasca zu arbeiten. Das ist in Österreich legal. In Deutschland ist Ayahuasca, soweit ich informiert bin, verboten. Jetzt, wie stehen Sie diesen Ritualen gegenüber, weil es ja durchaus nicht ganz ungefährlich ist, wenn man nicht weiß, wie damit umzugehen ist? Ich möchte mich annähern dem Thema mit der Sonne. Ja? Zum Beispiel Sonne, sehr gefährlich. Ja? Wenn Sie vor 5 Jahren noch gefragt hätten, Dermatologen, ja, Sonne bitte auf jeden Fall meiden, Sonne macht Hautkrebs. Aber seitdem es Menschen auf dieser Welt gibt, hunderte Millionen von Jahren, 200 Millionen Jahre, ja, sind die Menschen in der Sonne gewesen. Die Sonne ist nichts Schlechtes. Ja, wie soll Sonne schlecht sein? Ich kann nicht sagen, Sonne ist schlecht, soll man es ausblenden oder was soll man machen? Sonne ist da und ist gut und ist okay. Und wir leben. Viele Leute haben ja auch einen Vitamin-D-Mangel aufgrund des Mangels des Sonnenlichts. Genau. Und das entwickelt sich in eine ganz eigenartige Richtung für mich immer. Ja? Und dann, natürlich gibt es dann viele Leute, die sich
permanent in Räumen aufhalten, Indoor aufhalten, ja, speziell über den Winter, ja, und dann völlig blass irgendwann einmal dann im Mai sich einen ganzen Tag in die Sonne legen. Ja. Dann könnte man sagen, okay, ja, die Sonne ist Gift gewesen, weil sie schaut ja den Sonnenbrand an, ja, und da ist vielleicht ein Melanom gewachsen. Aber es ist ja nicht die Sonne, die schlecht ist, ja, sondern da habe ich ein völlig unnatürliches Verhalten entwickelt, zudem. Ja. Und das Gleiche gilt auch für die Pflanzen. Ich habe sehr viele Freunde aus Südamerika, sehr viele Schamanen, Curanderos, Naturkundige aus Südamerika, mit denen ich mich sehr, sehr viel austausche. Ja. Die Pflanzen sind unsere Helfer. Die Pflanzen waren da, bevor wir noch da waren, lange bevor wir da waren. Wir sind sozusagen aus den Pflanzen heraus entstanden, kann man sagen. Ja. Wir haben alle in uns die Rezeptoren der Pflanzen. Ja. Jetzt hat man die neuesten Forschungen zeigen, man hat immer geglaubt, das stärkste Rezeptorensystem ist das Opioid-System im Gehirn, also die Endorphine, ja, die ganz eine starke Wirkung haben. Jetzt weiß man, es gibt ein System, das overruled das Ganze noch, und das ist das sind die Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn, ja? Also ganz stark. Das ist sicherlich auch mit ein Grund, dass wir ja immer mit der Hanfpflanze gelebt haben, mit einer normalen Hanfpflanze, die einen normalen Gehalt an THC und so weiter gehabt hat. Ja? Und das heißt, die Pflanzen sind unsere Freunde und unsere Helfer. Und eine Pflanze kann uns auch natürlich zu erweitertem Bewusstsein führen. Ja? Und das ist durchaus okay und legitim. Aber wenn ich das natürlich mache, jetzt habe ich meinen Bürostress 12 Stunden pro Tag und das 6 Tage in der Woche, ja, und am 7. Tag mache ich dann plötzlich eine Ayahuasca-Kur, ja, Ayahuasca-Zeremonie, ja. Dann zwischen zwei Terminen schnell mal noch was. Zwischen zwei Terminen schnell mal völlig unvorbereitet und so weiter. Das passt nicht. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Aber nicht, weil es Ayahuasca gefährlich ist, sondern weil ich mich dem auf völlig unnatürliche Art und Weise nähere. Und wenn ich das aber schaffe, wenn ich selber naturnahe lebe, wenn ich mich möglichst biologisch ernähre, wenn ich mich möglichst pflanzlich ernähre, wenn ich gewohnt bin zu meditieren, wenn ich schon von daher andere Bewusstseinszustände kenne, ja, und dann brauche ich auch nicht viel Dosis. Ja. Ich brauche nur viel Dosis, wenn ich schon vergiftet bin. Ja, dann brauche ich einfach 10-mal so viel. Ja. Aber wenn ich gesund lebe, dann genügt ganz, ganz wenig. Ja. Und dann kann ich mit dem arbeiten, kann ich mit dem spielen. Ist durchaus okay in meinen Augen. Aber das heißt, ein grundsätzlich verantwortungsbewusster Umgang jetzt nicht nur mit Ayahuasca, sondern vielleicht generell mit Heilpflanzen, die genau. Eine sehr intensive, zum Beispiel auch psychedelische Wirkung haben, ja, vorsichtig an diese Materie anzugehen oder das vielleicht dann auch nur mit Kombination mit einem Arzt zu machen oder mit einem Schamanen, der das begleitet, oder? Die meisten Ärzte kennen sich nicht so gut aus. Also ich würde es nicht mit einem Arzt machen, nein. Ganz ehrlich gesagt. Aber ich will nur sagen, das war immer schon so. Da, ja, also wir wissen, dass in Alteuropa, also 5.000, 10.000 vor Christus, ja, hat man Bier gebraut. Da hat es noch keinen Wein gegeben. Die Bierkultur war die erste alkoholische Kultur, kann man sagen, vor dem Wein. Und die haben Bier gebraut mit Pilsenkraut und mit Fliegenpilz. Ja? Also die haben nicht nur die Wirkung vom Alkohol gehabt, sondern die haben auch die psychedelische, visionäre Wirkung des Pilsenkrautes gehabt und den Fliegenpilz dazu auch. Psychedelisch und visionär. Ja? Also ganz toll, das war immer völlig normal. Ja? Also es ist nichts Abstruses oder was. Ja? Aber wichtig wäre, dass man einen natürlichen Zugang dazu hat. Ja? Sehen Sie da jetzt, oder gibt es Krankheiten oder Krankheitsbilder, wo Sie sagen, die Naturmedizin, ich sage jetzt allgemein gesprochen, die Naturmedizin und die natürlichen Heilungsmittel kommen da an ihre Grenzen. Da muss die Schulmedizin oder die moderne Medizin eingreifen. Oder gibt es für jeglicherlei Krankheiten, kann man mit der Naturmedizin oder auf natürliche Art und Weise eine Lösung finden? Na, also wo die konventionelle Medizin sehr, sehr gut ist, sind alle Akutsachen. Ja. Ja, also akute Unfälle und so weiter ist unschlagbar. Ja, also da würde ich sofort in ein gutes Unfallkrankenhaus gehen und bin bestens versorgt. Hut ab. Auch Akuterkrankungen wie Herzinfarkt, ja, oder schwerste Herzrhythmusstörungen und so. Das ist natürlich, wenn ich sehe, dass ein Herzkranzgefäß schwerstens verengt ist und wenn ein Herzinfarkt gemacht hat, spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, einen Stent einzusetzen. Ja. Ganz, ganz toll und ich bin heilfroh, dass es das gibt. Ja. Aber, ja, und dann ist die Naturmedizin ist natürlich sehr, sehr stark bei allen chronischen
Erkrankungen. Bei allen chronischen Erkrankungen, wo es keine Antwort gibt in der konventionellen Medizin. Ich sage immer meinen Patienten, es ist gut, dass es die konventionelle Medizin gibt, aber wir haben trotzdem von 90% aller Krankheiten keine Ahnung, woher sie kommen. Wir wissen es bei den Karzinomen nicht, wir haben keine Ahnung, warum entsteht wirklich ein Karzinom. Das ist ein großes Rätselraten. Ja? Der Diabetes, ja? Es gibt viele mögliche Dinge, die dorthin führen, wie man in Studien sehen kann. Aber warum wirklich er entsteht und so weiter, die häufigsten Krankheiten habe ich aufgeführt. Ja? Wir wissen es nicht, woher sie sind. Ja? Und bei vielen chronischen Krankheiten kommt es natürlich, gibt es keine schlüssigen Antworten. In der traditionellen Medizin haben wir ganz klare Bilder. Unser Bild auf eine chronische Krankheit ist ganz klar. Ja? Egal, ob wir dann letztlich dann 100% erfolgreich sind oder nicht. Aber im Prinzip ist das Bild klar. Ja? Und was auch wichtig ist, ist, im Schamanismus spricht man immer von der sogenannten heiligen Wunde. Eine Krankheit ist eine heilige Wunde. Eine Wunde zuerst einmal, weil es wehtut und weil es schmerzhaft ist. Aber die Heilige, das Heilige an der Wunde ist, dass mich die Krankheit sozusagen dazu zwingt, dass ich mein Leben überdenke. Mhm. Ich sage, wie war mein Umfeld, wie ist der Kontext gewesen, dass diese Krankheit mich sozusagen erwischen konnte. Ja? Und was kann ich in Zukunft machen, dass ich diese Krankheit sicher nicht mehr kriege? Ja? Und darum ist es heilig. Ja? Ich hätte diesen Hinweis oder ich hätte diese Änderung in meinem Leben nie gemacht, wenn ich die Krankheit nicht gehabt hätte. Ja? Und die Krankheit, ich sage immer, es gibt einen einzigen Grund für Krankheiten und der Grund ist, weise zu werden. Weisheit. Ja? Und durch Krankheiten werden wir weise. Ja? Und darum ist die traditionelle Medizin auch, finde ich, extrem gut in der Rehabilitation. Ja? Also wenn jemand einen Herzinfarkt gehabt hat und einen Stent eingesetzt gekriegt hat, jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Der Stent ist ja gleich geschehen. Das sind 10 Minuten, der ist drinnen und fertig. Ja? Aber jetzt kommt die Arbeit. Ja? Halbes Jahr, Jahr lang intensives Arbeiten. Ja? Welcher Kontext war da für den Herzinfarkt? Wo sind meine Ängste, meine nicht bearbeiteten? Ja? Und wie kann ich mit ressourcenorientiert in die Zukunft meine Ängste abbauen? Ja, weil Angst ist die Hauptursache für Herzinfarkt, wie wir wissen. Ja. Jetzt haben wir darüber gerade gesprochen, was sozusagen Beispiel des Herzinfarkts, was man danach machen kann, dann einfach in der Rehabilitationsphase. Aber Sie haben ja auch den sogenannten Ring der Prävention kreiert, was man nämlich schon tun kann, damit es gar nicht erst so weit kommt. Vielleicht, wir werden das auch kurz einblenden, den Ring der Präventionen. Vielleicht können Sie da noch sagen, was da die 5 Elemente sind aus Ihrer Sicht oder aus der traditionellen Medizin, die wichtig sind, um dem vorzubeugen. Dieser Ring der Prävention ist natürlich nicht nur etwas für die Prävention, sondern spiegelt unser ganzes Leben wider. Ist zugleich Therapie und zugleich Prävention. Diese Dualität hebt sich im Ring der Prävention auf. Ring deshalb, weil er die Ganzheit symbolisiert. Wenn ein Segment eines Rings fehlt, dann ist er nicht mehr ganz. Das heißt, ein Ring muss immer in sich geschlossen sein. Daher ist der Name. Und ich habe diesen Ring kreiert mit 5 Segmenten, weil die 5 ein bisschen eine magische Zahl ist. Also die 5 Elemente sind berühmt, der Paracelsus mit den 5 Enzien. Ja? Und ich habe das also als 5 Segmente definiert, als Ring der Prävention. Und da ist die Ernährung ein Segment, ganz wichtig, die Bewegung ein Segment, dann die Umwelt. Medizin ist ein Segment, also die äußeren und inneren Toxine sozusagen. Dann ist das Thema Geist, Seele, Spiritualität ein Segment. Und dann die Naturmedizin selber. Ja. Es ist so, selbst wenn ich mich perfekt ernähre, wenn ich mich perfekt bewege, wenn ich toxinfrei lebe und permanent entgifte und so weiter und ein Leben führe, wo ich ganz bei mir bin und auch bei anderen gleichzeitig bin, also spirituell führe. Die Umwelt ist nie perfekt zu mir. Wir leben ja nie in geschlossenen Systemen. Ja? Wir kommen immer ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Aber das ist relativ einfach, mit der Naturmedizin wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Weil ich bin ja eh schon gut unterwegs. Ja? Und daher ist die Naturmedizin ganz was Wichtiges. Und nicht, dass ich möglichst nicht versuchen soll, eine einzelne chemische Substanz zu nehmen, sondern eben etwas, wie soll ich sagen, etwas, das zu dieser Ganzheit führen kann. Eine ganze Pflanze, ja, zusammen mit anderen, also mit verschiedensten Tools und Werkzeugen aus der Naturmedizin. Ja.
Die Umweltmedizin ist auch ganz, ganz wichtig. Das wird bei uns eigentlich völlig vergessen im Alltag der Medizin. Mhm. Ja? Weil ich habe noch nie gehört in einem Krankenhaus, ja, die Toxine spielen eine Rolle. Oder ich habe noch nie in einer allgemeinen Medizinpraxis oder bei Internisten gehört, ja, das sind Toxine und da muss man das und das und das machen. Ja? Obwohl alle Studien am Tisch sind. Ja? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, 80% aller Karzinome sind umweltbedingt. Ja? Also ist ein wichtiger Faktor. Ja? Und ich sage dann immer, selbst wenn man sich perfekt ernährt, perfekt bewegt, ja? Geist, Seele, Spiritualität, ich bin der Guru in Person selber und ich mache Naturmedizin, aber ich trinke ein Achtel Quecksilber, bin ich auch tot. Ja? Also das ist ein ganz wichtiges Thema auch. Ja? Und so sieht man schon, also alle diese Bereiche sind wichtig. Ja? Ich kann mit Bewegung, kann ich die Karzinomrate bei Frauen um die 50, kann ich auf die Hälfte reduzieren. Brustkrebsrate zum Beispiel. Also ganz, ganz wichtig. Ernährung wissen wir es eh schon. Ja? Tiere, also fleischreiche Ernährung, ja, mit hocherhitzten Fetten in Kombination mit Zucker, ja, macht diese AGEs im Gewebe. Das bewirkt langfristig chronische Erkrankungen. Ja? Also letztlich ist die einzige Frage, die man sich so stellen könnte, wenn man das zusammensitzt, der Arzt und der Patient sich gegenüber sitzen und man schaut sich diesen Ring an, kann man sagen, wie weit bin ich in welchem Segment von meiner Ganzheit entfernt? Mhm. Ja? Und was kann ich tun, um wieder zu dieser Ganzheit zu kommen? Ja? Und damit haben wir schon einen guten Ansatz. Damit kann man schon gut arbeiten. Nicht? Und ich erzähle dann immer diesen schönen Spruch, der auf Englisch heißt, we are not human having a spiritual experience, but we are a spirit having a human experience. Also wir sind eine Energie, ein Geist, der gerade eine menschliche Erfahrung macht. Und diese menschliche Erfahrung ist gewissen Naturgesetzen auch unterlegen. Ja? Und wie gesagt, wenn ich zweimal am Tag ein Schweinsbraten ist und das über 20 Jahre wäre, ich garantiert krank werde. Das ist ein Naturgesetz. Unabhängig von meinem individuellen Muster. Mhm. Ja? Und dem gilt es auch, Genüge zu tun und sich danach richten zu können. Ja? Und dann kann ich ganz sein. Jetzt ist ja auch ein ganz aktuelles Krankheitsbild oder ein Krankheitsbild, sage ich mal, des 20. und 21. Jahrhunderts, ist das Burnout. Sie haben dazu auch, letztes Jahr ist Ihr Buch erschienen, Burnout, Naturphilosophie und Behandlungsmaßnahmen von Burnout in der modernen Medizin, der traditionell europäischen Medizin, traditionell chinesischen Medizin. Also Sie stellen das da den verschiedenen medizinischen Richtungen gegenüber. Vielleicht beim Burnout, wie kann man dem vorbeugen oder was sieht da die traditionell europäische Medizin darin? Also ich habe das Thema Burnout deswegen hergenommen als Buch, weil es ein schönes Beispiel ist einer sogenannten Zivilisationserkrankung. Ja? Diese Erkrankungsrate an Burnout ist hinaufgeschnallt in den letzten 20 Jahren, auch an Depressionen oder depressiven Reaktionen, Angststörungen, Schlafstörungen und so weiter. Das ist ganz dramatisch. Ja? Und das ist ein schönes Beispiel, dass alle Zivilisationskrankheiten, die kommen, multifaktoriell sind. Man kann das nicht auf einen Faktor. Ja? Man kann nicht sagen, ja, du hast dich überarbeitet. Ja? Du musst weniger arbeiten. Ja? Aber was ja auch im Bereich, ich meine, ein spannender Faktor ist, dass ja eigentlich Burnout eine westliche Krankheit ist, oder? Ich gebe wenig von Burnout in Südostasien, es ist ja primär im Westen gängig. Also ich habe zwei Gastprofessuren in Nordchina. Eine Gastprofessur auf einer traditionell chinesischen Universität und eine in einer westlichen Universität. Und ich bin da sehr viel in Kontakt auch mit den Professoren und Ärzten und so weiter. Und das Burnout ist natürlich ganz stark im Kommen dort. Genauso wie die Karzinomrate hinaufgeschnallt ist, Depressionsrate schnallt hinauf, Burnoutrate. Ja. Also das wird in Windeseile nachgeholt. Ja. Also es hat bei uns im Westen begonnen, aber wir haben ja vieles exportiert, auch an anderen Zivilisationserkrankungen, und das findet dort jetzt genauso statt. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt rein westlich ist. Aber sicher ist es multifaktorell. Ja. Wir wissen durch neueste Forschungen, dass Burnout und Depression auch eine Entzündungserkrankung ist. Es steigen plötzlich die Entzündungsparameter an. Jetzt haben wir immer geglaubt, aha, das ist nur das Überarbeiten. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Ja. Sondern da gibt es viele Voraussetzungen im Körper, der Kontext, ja, der dann bewirkt hat, dass eine Arbeit, die nicht mehr ist, als es noch vor 10 Jahren war, plötzlich mich in einen Stress hineinbringt. Und ich aus dem Stress nicht mehr herauskomme. Ja? Da kommt dann noch dann die ganze
Epigenetik, ja, wie ist meine Stressachse, mit welcher bin ich geboren, wie groß ist mein Rucksack, ja, wie schwer ist mein Rucksack. Ja, und dann kommen halt gewisse zusätzliche Belastungen, Umwelttoxine. Ja. Wir wissen, dass Leute, die entlang von Hauptverkehrsadern leben, dass die mehr Depression haben und Burnout haben. Ja. Da gibt es vieles. Der Lärm spielt eine Rolle, aber auch die Schwermetalle. Ja. Wir wissen, die Halbwertszeit vom Quecksilber im Gehirn sind 18 bis 20 Jahre. Ja, Halbwertszeit von Quecksilber im Gehirn. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wir wissen auch zum Beispiel, dass unser Mikrobiom im Dünndarm, wenn wir uns in den Spiegel schauen, dann sehen wir nur 10% menschliche Zellen. 90% sind nicht menschliche Zellen. Ja. Und der Großteil von denen lebt im Darm bei uns. Also da lebt ein riesiges Volk, ein unendlich großes Volk sozusagen. Und wenn es dem Volk gut geht, dann geht es mir geistig auch gut. Wenn das Volk, wenn es dem schlecht geht, weil ich Antibiotika genommen habe oder Protonenpumpenhemmer, diese sogenannten Magenschutztabletten, ja, dann verändert sich das Mikrobiom, ich werde plötzlich anders. Ich verändere mich in meinen Eigenschaften. Ich werde plötzlich aggressiver, nicht so tolerant, nicht so angepasst. Ja. Also man sieht schon, das spielt auch eine Rolle. Das Mikrobiom spielt plötzlich auch eine Rolle. Dann die chronischen Entzündungen im Körper schießen permanent Botenstoffe und Signale in mein Stresszentrum. Das Stresszentrum ist permanent überfordert durch die chronischen Entzündungen und dann sagt der Chef, ja, du musst das auch noch machen heute, bumm. Und es explodiert. Mhm. Ja? Aber man sieht schon, wie multifaktoriell das ist. Ja? Wir wissen, dass Muskulatur Entzündungen reduzieren kann. Und alles, was Entzündung reduziert, reduziert die Depression. Das heißt, wenn ich Muskulatur gut habe, ist weniger die Gefahr, dass ich ins Burnout komme. Oder es ist mit einer Therapie. Mhm. Ja? Also nur um das zu erklären, wie multifaktoriell das Thema aber ist. Aber sehen Sie das auch, vielleicht spielt das auch eine Rolle, ich sage mal, die gesellschaftliche Weiterentwicklung oder auch der Fortschritt. Ich habe das Gefühl, es wird alles noch schneller. Man ist durch die Smartphones dauerhaft erreichbar, man kriegt immer die E-Mail. Werden die Ansprüche vielleicht auch vom Arbeitgeber immer noch höher, noch höher, noch höher. Es soll immer alles mehr. Und irgendwann einmal ist man am Punkt, wo nicht mehr geht. Spielt das auch natürlich mit? Natürlich spielt das eine ganz große Rolle, aber ich sage immer, die Unternehmer sind nicht die Bösen, die so viel verlangen, sondern wir spielen ja da genauso mit. Wir wollen ja auch das Handy möglichst gratis, nur mit Mobile Points oder irgendwas gratis Handy. Na, wer soll denn das herstellen gratis? Ja, das ist so komplex und so. Oder? Da schuften sich Afrikaner ab in den Minen mit den seltenen Erden und so weiter und so fort. Ja? Und bis sie dann mein Handy am Tisch haben und ich will es gratis haben. Ja? Also ich spiele da auch mit. Ja? Dann muss ich auch, wenn ich in einer Firma arbeite, muss ich genauso dann. Ja? Möglichst viel und möglichst wenig Geld arbeiten. Ja? Das ist vielleicht also, das Bewusstsein der Leute, dass die da mitspielen oder wie sie auch das genau, das ist Achtsamkeit. Ist, ja. Das ist jetzt sind wir bei dem wesentlichen Punkt Achtsamkeit. Ne? Und das andere, was noch was Wichtiges ist und für mich ein zentraler Punkt, speziell auch bei Karzinomen, ist der Umstand, dass ich mein Muster, mit dem ich geboren bin, oder meine Lebensmelodie, wie ich das nenne, mit der ich geboren bin, und für die es eigentlich nichts anderes gilt, als zu sein, mein ganzes Leben, dass ich die nicht spielen kann, diese Lebensmelodie. Ja? Dass ich oft ein ganzes Leben lang irgendwas mache, das aber in keinster Weise diesem tiefen Drang, der in mir drinnen ist, diese Lebensmelodie zu verwirklichen, das entspricht dem nicht. Ja? Und das ist für mich wahrscheinlich der Hauptkrankheitsfaktor. Ja? Weil dieser Impuls, mit dem wir geboren wurden, der hört nie auf. Ja? Und das ist sicherlich auch ein großer Faktor in diesem ganzen Thema Burnout und Depression. Jetzt haben wir gerade schon im Laufe des Gesprächs gesagt, es gibt verschiedenste Zugänge, medizinische Zugänge eben aus dem nahöstlichen Bereich, aus dem schulmedizinischen Bereich, aus dem südamerikanisch-humanistischen Bereich. Jetzt haben Sie vor 2 Monaten im Jänner diesen Jahres den ersten Kongress für Universalkulturmedizin organisiert. Können Sie vielleicht da sagen, was war das Ziel des Kongresses und wird es Veranstaltungen dieser Art auch in Zukunft weiterhin geben? Ich habe in der ganzen Welt liebe, gute Freunde, die alle auf sehr, sehr hohem Niveau im Bereich der Naturmedizin arbeiten oder kulturellen Medizin oder traditionellen Medizin. Und es gibt viele Länder, wo diese traditionelle Medizin viel besser integriert ist in die konventionelle Medizin. In den Staaten sagt man jetzt
Integrative Medicine, ja, Integrationsmedizin. Und bei uns ist das ein bisschen, da ist eher mehr die Rivalität da. Das ist eher das Konkurrenzdenken statt das Miteinanderdenken, obwohl wir wissen, dass Konkurrenz weniger gut zum Erfolg führt als Kooperation. Und in anderen Kontinenten wird das oft anders gesehen als bei uns. Ja, und ich weiß das, weil ich, das sind ja meine Bekannten, meine Freunde, die auf höchstem Niveau sind, Professoren auf Universitäten, ja, die dazu arbeiten. Und ich habe mir gedacht, ich organisiere hier einen Kongress und lade aus der ganzen Welt diese Spezialisten ein. Und die haben sich wirklich hier getroffen und wir haben da, haben sich ausgetauscht bei diesem Kongress. Und wir konnten dann schon ziemlich klar zeigen, dass die Energie, die da entstanden ist, jeder Einzelne könnte einen ganzen Kongress bestreiten mit einer Bombenenergie. Und wenn jetzt alle diese 30 Leute ungefähr dann zusammenkommen und zusammen eine Energie schaffen, ist unglaublich. Ja? Man kann sich dem gar nicht entziehen. Und man spürt dann ganz instinktiv, das ist der richtige Weg aus der Sackgasse heraus. Ja? Diese ganzen Dinge, die da besprochen wurden, zu integrieren in unsere konventionelle Medizin. Das wäre der Weg aus dieser Sackgasse, wo wir jetzt sind, dass die Ärzte die höchste Rate an Burnout haben von allen Berufsgruppen, die Spitalsärzte in erster Linie, ja, das ist eine Sackgasse. Ja. Und das muss anders werden. Und wir können unseren Teil so gut gestalten in traditioneller Medizin, dass nur mehr ein Fünftel aller Leute ins Krankenhaus müssen. Und dass alle Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, dann viel, viel mehr Zeit haben für ihre Patienten, ja, und in Ruhe und Gelassenheit wirklich individuell dann die Patienten behandeln könnten. So, das war so dieser Grundtenor von dem Kongress und das war wunderschön. Wird es einen Folgekongress geben? Wir planen das, aber natürlich bei solchen Arten von Kongressen, wo es so gut wie keine Unterstützung von irgendeiner Industrie oder was gibt, also es zahlt natürlich keine Pharmaindustrie für einen Kongress, ja, steckt natürlich extrem hohes Eigenengagement, auch finanzieller Natur drinnen. Und wir müssen schauen, dass das irgendwie alles so ausgeht, dass man überleben kann, aber geplant haben wir es natürlich. Jetzt vielleicht zum Schluss noch, was würden Sie einen Tipp an die Zuseherinnen und Zuseher geben, die jetzt vielleicht interessiert daran wären, aber der Schritt, sage ich einmal, dass man einen Arzt aufsucht, einen Therapeuten aufsucht, ist ja nochmal ein größerer, aber was kann vielleicht jeder für sich mal anfangen, in seinem Leben darauf zu achten oder auf welche Elemente sollte man achten oder wo sehen Sie, was ist so der erste Schritt Richtung Gesundheit? Ja. So wie Sie das gesagt haben, darauf zu achten, das ist schon im Wort Achtsamkeit enthalten. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man mit Achtsamkeit durchs Leben geht. Ne? Dass man sich anschaut, wenn ich etwas esse zum Beispiel, woher kommt das? Das ist also eine Minimalachtsamkeit. Ja? Wenn ich einen Apfel habe, der biologisch gezogen ist und einen Apfel, der konventionell gezogen ist, dann kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass der Spritzmittel enthält. Ja? Es geht nicht anders. Ja? Aber ich habe die Wahl. Ja? Jetzt bin ich 80, jetzt entscheide ich mich dafür. Ja? Wenn ich sehe, woher das Fleisch herkommt, ja, dann kann ich das mit Achtsamkeit erkennen und kann sagen, okay, das mache ich nicht. Ja? Weil da ist mein ganzes Herz. Und das gibt dann so ein schönes Gefühl. Ja? Und da fängt die Achtsamkeit an dann. Ja? Und das geht weiter natürlich über die Bewegung. In den USA ist diese CrossFit-Bewegung gekommen. Ja? In den CrossFit-Boxen, die Leute treffen sich zweimal in der Woche, eine Gruppe, 20, 30 Leute. Sie feiern die Bewegung sozusagen. Die bewegen sie gemeinsam, ja, auf einem hohen Niveau. Ja. In solchen CrossFit-Boxen gibt es keine Depression. Wie soll man da depressiv werden? Ja? Also das ist auch Achtsamkeit über die Bewegung. Ja. Dann die Toxine haben wir schon besprochen, die Art der Ernährung natürlich. Welches Öl nehme ich? Ja, welches Öl? Welche Pflanzen, genau, dann, dass ich mich ein bisschen über Wildgemüse erkundige, dass ich mal so einen Kurs mitmache, einen Wochenendkurs, Wildgemüse, wo kann ich mir selber was pflücken ein bisschen. Ja? Und dann gibt es natürlich unheimlich viele Formen, wie ich mich mental weiter, wie ich seelisch und geistig wachsen kann, um das einmal so zu formulieren. Ja? Es gibt ja verschiedenste Meditationsangebote, Trance-Angebote, ja? Ich bin immer jemand, der sich möglichst an die Natur ankoppelt oder der das empfiehlt. Ja? Also wenn ich eine Trance mache, dann ist es schön, eine Trance im Wald zu machen. Ja? Oder wenn ich mir an die Natur ankoppelt, dass ich den Jahreszeitenwechsel feiere. Ja?
die alten Mondfeste, die in Europa so berühmt waren, ja, dass ich das feiere. Dann treffe ich mich mit Freunden und feiere das. Und dann treffe ich mich anders mal mit Freunden und wir dann gemeinsam Mantra singen. Unheimlich befreiend. Ja. Dann treffe ich mich mit Freunden und wir kochen gemeinsam. Das nächste Mal treffe ich mich und wir machen gemeinsam Bewegung. Und so jeden Abend mache ich etwas, das mein Herz, das ihm gut tut einfach. Ja. Und ich baue alles das aus, was mir gut tut. Ja. Und dann sinkt die Angst, dann sinken die Zweifel und die Sorgen. Ja. Ich werde immer mehr bodenständig, ich werde immer mehr sicherer in meinem Leben. Und wie wir wissen, kriege ich dann aus allen Studien weniger oft Krebs und ich kriege weniger oft Herzinfarkte, die zwei Haupttodesursachen. Ja. Und das wäre schon der erste Weg in Richtung Gesundheit. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielleicht, was ich mir da mit rausnehme oder auch als, kann man sagen, als Botschaft an unsere Zuseherinnen und Zuseher, tun Sie sich was Gutes und sind Sie achtsam. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein bei den Idealism Prevails Kamingesprächen. Idealism Prevails. Make the world a better place.